Aber ihr wisst ja, wie das Leben dann so spielt, wenn man schon in Bangkok war, einige Zeit verbracht hat und wenn es schön ist, grast am meisten. Aber wenn es am schönsten ist, dann soll man wieder abreisen. Heißt also für mich, jetzt geht's wieder zurück in dieser A380. Und was mir das erste Mal jetzt wirklich bei Emirates passiert ist, war ja die Geschichte, dass ich dort zum ersten Mal den Flug ausfallen lassen und haben dann gesagt, der Flieger geht nicht und so. Und da musste man das um. Also habe ich dann auf morgens früh umgebucht, muss also dann von hier direkt jetzt zum Flughafen morgen und ist natürlich doof, wenn man so früh aufstehen muss. Ich bin ja immer gerne ein bisschen später und dann abends oder eben in der Nacht fliegen. Ist immer angenehmer. Aber gut, so habe ich dann mehr noch in Dubai und habe also die Chance, eben noch einen fast noch ganzen Tag in Dubai zu verbringen. Nehmen also hier, sagen wir mal, noch ein kleines Frühstück dann morgen und dann lasse ich mich abholen. Auch hier, den Emirates-Driver, lasse ich mir dann hierher kommen. Der fährt mich zum Flughafen. Ich will mal gucken, dass man dann da vielleicht noch einen kleinen Tee oder was trinkt und dann steigt man schon ein. Ist ja ein Tagesflug in dem Sinne. Also von der Seite werde ich versuchen, mal zu sehen, haben die ein schönes Menü? Wenn das gut ist, nehme ich das auf. Und ansonsten genieße ich das, werde einen schönen Film dabei gucken. Es sind ja nur 6 Stunden Flug, man ist ja ruckzuck da. Also es geht ja fantastisch. Und ich bleibe eben noch ein paar Tage in Dubai. Das ist eben der Vorteil, den ich wieder entdeckt habe. Also das heißt, dass ich eben nicht 12 Stunden in so einem Ding hocke und bin dann da, sondern ich sage, ich fliege 6 Stunden bequem in der First und mache mir ein kleiner Leckereien und genieße einen Film, lande dann in Dubai und bleibe einfach noch 2, 3 Tage oder 5, 6 Tage und mache eben dann noch ein bisschen Dubai dazu. Und es ist ja preislich nicht teurer, wenn ich das unterbreche. Also es ist im Endeffekt der gleiche Preis. Und von der Seite werde ich es also in Dubai genießen, werde also in dem Sinne jetzt von hier aus wiederum nach Dubai abgeben, denn auch dort habe ich mir noch mal 2, 3 neue Hotels vorgenommen und ich denke, das könnte interessant sein, sich die noch mal anzuschauen. Da wird dann der Hon in Dubai hoffentlich noch ein paar Informationen haben. Ich sage hier in Bangkok schon mal bye bye und jetzt geht's weiter mit dem Hon in Dubai. Aber zuvor schauen wir uns natürlich ein bisschen was von der Emirates First Class auf dem Rückflug an. Und ich sage ein Hallihallo in Dubai. Dubai, 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 Dubai. Ach, wie schön. Ich bin exzellent mit Emirates hier nach Dubai geflogen, angekommen, einen tollen Flug. Die Review solltet ihr euch auf jeden Fall ansehen. Ist eine wirklich exzellente Geschichte. Und ich würde sagen, wir schauen uns einfach mal so einen kleinen Moment an. Wie war das denn in diesem Flug? Emirates, die ganze Review dann in einem extra Video. Und jetzt hier einfach nur mal so einen ganz kleinen Ausschnitt, wie es eben losgeht vom Hotel, dann in den Flieger abgeholt etc. und dann raus und in Dubai gelandet. Und jetzt hier im Hotel im, oh Gott, wie heißt denn das nochmal? Grosvenor House. So, ja, so heißt das Ding. Jetzt erstmal viel Spaß mit einem wirklich schönen Flug von Emirates. Bin dann schön entspannt 6:30 Uhr geweckt worden. Um 7:30 Uhr stand der Fahrer vor der Tür, hatte das Schild dabei und sagte dann schon: Hallo, ich will Sie abholen. Und die sind natürlich, also wirklich, das sind Engel. Also kann man nicht anders sagen. Die stehen da, die sind freundlich, die sind hilfsbereit sofort. Frage nach dem Koffer soll, ja, natürlich, zack, ich den Koffer hin. Und dann ging es raus zum Auto, schöne Limousine, gar keine Frage. Und sie haben sogar gefragt: Habe ich mehr Gepäck beim Anruf? Denn dann würden sie mir einen größeren Wagen, vielleicht eben einen Van schicken. Guck mal, interessant. Wie auch immer, ich wurde also dann im Hotel, also wie gesagt, exzellent abgeholt und dann schön gemütlich sind wir morgens über die Autobahn dann Richtung Suvarnabhumi Airport. Und ich meine, sonntags ist die beste An- und Abreisezeit. Das ist so für auf der Autobahn von der Stadt zum Airport zu fahren. Und das war natürlich fantastisch. Also wir sind ohne Stau und ohne Stress entspannt angekommen, immer noch 2 Stunden vorher. Auf jeden Fall am Airport angekommen. Das ist das Schöne auch bei Emirates, auch in Bangkok, so wie Dubai oder in Wien oder wo auch immer man abfliegt. Es ist doch recht gut organisiert. Und man kommt dann eben da so rein, und haben sie dann als erstes die First Business und Platinum und so. Und dann geht es weiter in Business und Economy und Premium. Und da sind eben, und das finde ich das Tolle, die haben dort Mitarbeiter organisiert, die die Leute dann zu den Schaltern führen. Das heißt, das gibt es bei der Swiss, wenn ihr mal die 180-Tage-Reise guckt und die Swiss-Geschichte, wenn ich da von Bangkok abfliege, da ist auch so ein Supervisor. Aber bei Emirates ist das immer. Ich sehe das immer. Das sind immer Leute, die zack, zack, organisieren und dann dahin und dann kommen sie doch bitte hier rüber und so. Also, du hast immer das Gefühl, du bist so, ja, du bist so im Mittelpunkt. Und ich kam da an, hatte das Glück, es war keiner vor mir. Ich kam also direkt rein, Koffer aufgegeben und nochmal kurz gecheckt. Und schon hatte ich
mein Ticket und dann gleich gesagt, hier vorne ist schon der Fast Track und da bin ich gleich zum Fast Track dann hin. Also das Check-in-Prozedere in Bangkok war wirklich exzellent. Und dann geht man eben noch ein bisschen Duty Free und ein bisschen Parfum und so. Also Mensch, das ist noch da. Nutzt es. Ist kostenlos. Ist ein Service, den man machen kann, indem man immer noch vielleicht noch ein Cremchen und ja, ein bisschen, wie hat die Dings gesagt in dem Swiss-Video, da hat sie gesagt, das ist ein Shower of Perfume. Ja, ich nehme immer so ein Shower of Perfume, dann dufte ich gut. Wenn ich dann so in die Lounge reinkomme, dann sehe ich schon die Gesichter der Damen, die dann sagen, oh, der Horn ist da. Ja, der Horn ist an Bord, es kann losgehen. Herrliche Geschichte. Ist einfach herrlich, macht immer noch Freude und so war es natürlich auch schön zu sehen, dass alle Lounges wieder in Suvarnabhumi am Airport öffnen, heißt also wirklich von Japan Airlines bis Turkish Airlines, gut, die war ja als einzige, glaube ich, sowieso offen. Aber alle anderen Lounges sind jetzt dabei, Oman Air und so weiter, alle wieder zu öffnen. Selbst die Singapore Silvercrest Lounge hat wieder geöffnet und ich meine, das ist schön. Also es ist wirklich traumhaft, wenn man also dann dahin kommt und dann feststellt, es ist wieder alles in guter Qualität da. Also habe ich das zurückgenommen und habe gesagt, da will ich morgens fliegen. Und es war kein Fehler, also es war eine richtige Entscheidung. Denn der Abendflug wäre nicht so toll gewesen wie jetzt dieser 380-Flug, der tagsüber flog und dadurch auch einen Full-Service hatte. Der Abendflug hat nicht immer Full-Service. Oder so Nachtflüge, die sind manchmal so eingeschränkt. Die haben nur Kaviar und dann gibt es noch ein Süppchen. Und hier hatte man wirklich den vollen Service. Heißt also volles Essen mit allem drum und dran, wie man das eben gewohnt ist. Und da ich also ja dann praktisch umbuchen musste, gezwungen wurde, wenn man so wollte, habe ich nicht meinen 1A-Platz gehabt, sondern ich musste dann 3A sitzen. Finde ich eingeschränkt, weil wenn man bei 11 oder 14 First Class sitzen, ist das schon nervig. Wenn man da in der Mitte hockt, mochte ich nicht so gerne. Ich hätte lieber vorne gesessen, weil die fangen ihren Service immer vorne an. Erste Reihe 1A beginnt immer der Service und die Abfrage und so weiter. Und so habe ich dann aber gleich meiner Shower-Lady von den Philippines, meine Philippinen, die liebe ich. Also diese Servicekräfte von den Philippinen, das sind die Nummer 1, das ist unerreicht. So, dann ging dieser Flug los und ich muss sagen, servicetechnisch vom Allerfeinsten. Es war, dass man nette Gespräche geführt hat, die Perserette war also wirklich fantastisch. Der Service, die Qualität dieses Essens, Champagner vom Allerfeinsten, dieser Jahr 2012 oder was das war. Lecker geschmeckt, frisch, kalt, auf den Punkt dazu, der Kaviar. Und dann ging das los, ich wieder meine kleinen Snacks da vorne rausgeräumt, die wieder gebracht, alles wieder aufgefüllt, ich wieder mitgenommen. Herrlich, also liebe das, man da wieder probiert und so. Dann habe ich 4, 5 verschiedene Chips diesmal probiert. Also es gab also eine Tüte, die war ganz, ganz lecker. Der Rest ist so immer mal so ein neues Ding mit Meersalz oder mit irgendwelchem neuen Süßkram und sowas. Aber ich liebe das zu probieren, weil das macht natürlich Spaß und ist eben auch mal ein Tipp für euch. Auch vorne da diese, so an den Toiletten, da wo die Duschen sind, da ist ja so eine kleine Bar aufgebaut und die kleine First Class Bar, wo es eben so ein, ja, kleine Häppchen und kleine Brötchen und Wasser und alles gibt. Also da kann man sich wirklich bedienen. Und ist jederzeit da, auch die Piloten sehe ich da immer. Die holen sich mein Brötchen und noch ein paar Chips und so. Und die füllen immer auf. Also die haben da reichlich da. Und dann auch das Hauptmenü, also dieses Filet auf den Punkt Medium gegart. Das hat große Freude gemacht. Dann habe ich noch einen Käsekuchen, weil sie leider diesmal kein Eis an Bord hatten. Aber sie hatten einen Käsekuchen da, der war so lecker. Oh Gott, war der gut. Also ich musste den leider aufessen. Ich esse ja nicht immer alles, aber den Kuchen musste ich aufessen. Und dann gab es eine exzellente neue Auswahl, unbedingt probieren, war ganz neu an Bord, ist etwas, was so viele vielleicht noch gar nicht erlebt haben. Es gab eine neue Schokoladenauswahl, das kennen wir auch so von den alten Zeiten, noch von Lufthansa gab es ja immer eine Pralinenauswahl, aber hier hatten sie eine Schokoladenauswahl, die war gigantisch. Ich habe von jedem eins probiert und ich habe, glaube ich, fast alles aufgefunden. Und dann ging es eben nach draußen und dann war, wir sind nicht im A, sondern ich glaube im B gelandet. Das ist ja der Terminal direkt dran und da brauchst du ja nur noch im Endeffekt dann die Rolltreppe runter. Ich bin so ein Rolltreppenfahrer, ich mag nicht diese Aufzüge. Und man sieht noch ein bisschen was, da kommst du direkt eben unten bei der Security an. Und ja, diese Dubai Security, auch hier, letztes Mal gut, dieses Mal mal so schlecht organisiert und so muffige Leutchen. Also ihr seht, diese Momentaufnahmen sind einfach, wie sie sind. Und es kann alles besser laufen, aber an dem Tag waren sie eben vielleicht an diesem Tag nicht so gut. Sexy.
sexy.